Ja, es geht hier um das Zwiegespräch zwischen zwei. Als zwei Leute sich in der Anwesenheit von mehreren Personen ein Zwiegespräch führen. Darf man nicht von mehreren Personen. Weil wenn mehrere Personen da sind, ist es kein Problem. Es geht darum, wenn drei Leute da sind und zwei zueinander sprechen. Das zählt zum Munajat und das ist nicht erlaubt. Ein Munajat bedeutet ein Zwiegespräch zwischen Zweien mit der Anwesenheit eines Dritten. Das ist nicht erlaubt. Allah Ta'ala sagt, Innaman najwa minash shaytan. Die Najwa ist vom Shaytan. Die Najwa ist dieses Zwiegespräch. Trauer in die Herzen der Gläubigen zu führen oder bringen. Denn man fühlt sich, also man hat doch oft das Gefühl, dass die reden wahrscheinlich über mich. Oder? Ist auch so, yani. Warum, wenn drei Leute zusammen sind, warum flüstert der eine ihm in das Ohr? Oder wenn das auch nicht der Fall ist, dann denkt er aber zumindest, die schließen mich da aus diesem Gespräch außen, weil die beispielsweise mir nicht vertrauen. Oder weil ich keine entsprechende Stellung oder einen Wert bei ihnen habe. Das ist die Najwa. Dazu gehört auch in einer Fremdsprache zu sprechen. Also drei Personen sind zusammen und sie sprechen alle drei eine Sprache und zwei sprechen dann zueinander in einer Sprache, die er nicht versteht. Das gehört auch zur Najwa. Es sei denn, er billigt das und stimmt dem zu. Oder man weiß, dass er nichts dagegen hat. Weil es ist nicht so, dass du ihn jedes Mal dann fragen musst. Ja, kann ich kurz mit ihm auf Türkisch reden? Und du weißt, dass er nichts dagegen hat. Tamam. Und das ist die Najwa. Und Allah Ta'ala sagt, illa, also ausgenommen von der schlechten Najwa, ist die Najwa von jemandem, illa min amara bi sadaqa, außer wer das Zwiegespräch führt, um Sadaqa aufzurufen. Oder oder der das Gute gebietet und deswegen das Zwiegespräch sucht. Oder zur Schlichtung. Dann sagt er am Ende sagt er dann, und wer all dies tut, aus welchem Grund, aufgrund der Suche, dem Streben, dem Verlangen nach dem Trachten nach der Zufriedenheit Allah Ta'alas, dann werden wir ihm dies anrechnen.